Bis Ende September nehmen wieder bundesweit 1200 Mannschaften am Opel Family Cup teil. Eines der spannenden Vorrundenturniere findet am Samstag, den 23. Mai ab 10 Uhr, wieder auf dem Kunstrasenplatz im Nettetal in Mayen statt. Nach der erfolgreichen Kooperation im vergangenen Jahr präsentieren der SV Rheinland-Mayen und das Autohaus Opel Sürth erneut das Event für die ganze Familie. Denn das Besondere an diesem Turnier ist die Zusammensetzung der Teams. Erwachsene und Kinder einer Familie stehen gemeinsam auf dem Platz. Das Herzstück jeder Mannschaft sind dabei die Kinder, die nicht älter als 12 Jahre sind. Gespielt wird auf dem kleinen Feld und zu einer Mannschaft zählen bis zu 15 Spieler. Die beiden Finalisten jedes Vorrundenturniers qualifizieren sich für eines von 7 Zwischenrundenturnieren noch vor den Sommerferien. Das große Finalturnier des Opel Family Cup findet im September im Rahmen eines Bundesliga-Heimspiels von Borussia Dortmund statt. Alle Finalmannschaften erhalten Pokale und wertvolle Sachpreise und die Teilnehmer der Finalrunde und ihre Fans sind später Gäste beim Spiel des BVB und treffen Jürgen Klopp. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.opel-family-cup.de.